Ey, weißt du, letztens hat mir einer erzählt, dass wenn man in Turbulenzen kommt, man hunderte Meter weit einfach abstürzt. Ja, das ist schon krass, das habe ich auch gehört. Aber was noch gefährlicher sind, sind Blitzeinschläge, weil dann fällt die komplette Elektronik aus, die Triebwerke fallen aus und man stürzt einfach ab. Bist du auch von solchen Mythen betroffen? Dann bleib dran und nach einem kurzen Video klären wir die 10 meiner Meinung nach wichtigsten Mythen rund ums Fliegen. Also viel Spaß bei dem Video, abonniert diesen Kanal und liked das Video, um weitere Folgen nicht zu verpassen. Mythos Nummer 1. Bei Turbulenzen fällt der Flieger hunderte Meter weit. Na, das stimmt nicht. Klar können Turbulenzen auftreten und es fängt an zu wackeln. Das Wackeln bedeutet einfach nur, dass sich das Flugzeug selber stabilisiert. Eine Tragfläche kriegt Auftrieb, dabei sinkt die andere, der Luftstrom erreicht die andere Tragfläche, drückt das Flugzeug wieder hoch und dadurch kommt dieses Wackeln. Die Flugzeuge sind gebaut, um das Zehnfache der Turbulenzen auszuhalten, also alles, was ihr habt, ist nicht so schlimm. Auch werdet ihr nicht sterben durch Turbulenzen. Und natürlich geben wir auch das Beste im Cockpit, um solche Gefahrengebiete, Turbulenzengebiete zu umfliegen. Das gelingt uns leider nicht immer, da auch Turbulenzen ausstehen können, die wir noch nicht mal auf unserem Wetterradar sehen. Und deshalb ist es wichtig, dass ihr euch immer anschnallt, genauso wie wir im Cockpit. Mythos Nummer 2. Die First Class ist sicherer als die Economy Class. Oh, das ist so entspannt. Oh. Und hier kann ich direkt sagen, nein. Nur weil ihr etwas mehr Geld bezahlt für einen Sitz und mehr Beinfreiheit habt und besseres Essen, ist das nicht sicherer. Allgemein zählt im Flugzeug, dass die sicheren Plätze über den Tragflächen sind, beziehungsweise in der allerletzten Reihe. Das ist der Bauweise geschuldet und es hat nichts damit zu tun, wie viel Geld du für diesen Flug ausgibst. Mythos Nummer 3: Flugzeugtüren kann man während des Fluges einfach so öffnen. Bye, have a great time. Das stimmt nicht. Der Druckunterschied ist einfach viel zu hoch zwischen dem Außendruck und dem Innendruck. Also auch wenn du es versuchen wollen würdest, ist es rein theoretisch nicht möglich. Das hat natürlich noch nie jemand getestet. Man rät aber davon ab, es natürlich aktiv zu testen. Und warum sollte man die Tür während des Fluges öffnen? Also ich sehe den Sinn nicht. Mythos Nummer 4. Flugzeugklos werden über dem Meer geleert. Und hier kann ich euch direkt auch sagen, nein, das stimmt nicht. Stell dir vor, du hast im Lotto gewonnen, sitzt auf deiner Segeljacht mitten auf dem Atlantik, Flugzeug kommt rüber und dann leert die ganzen Fäkalien. Wie kannst du das erklären? Flugzeuge haben einen eigenen Fäkalientank und nach der Landung am Zielflughafen wird dieser von einem Lavatory Service Truck, übersetzt ins Deutsche kommt ein Toilettenservice-Fahrzeug, der pumpt dann halt den Tank leer. Und der Flughafen entsorgt dann die Fäkalien. Mythos Nummer 5. Blitzeinschläge sind genauso gefährlich wie Turbulenzen. Na, hier gibt es keine eindeutige Meinung. Also Blitzeinschläge können der Person, die sich in dem Flugzeug genauso wie im Auto nichts anhaben, da das ein fahrerdichter Käfig ist. Sie können natürlich Lackschäden verursachen, sie können den Funk stören, weil sich das Flugzeug elektrostatisch halt auflädt. Es knallt, es wird hell, aber eigentlich passiert dem Flugzeug nichts, außer eventuell ein paar Lackschäden. Mythos Nummer 6. Wenn die Triebwerke ausfallen, stürzt das Flugzeug ab und alle sterben. We've lost engine 1. And engine 2. When it comes to air travel. Na, so dramatisch ist das auch wieder nicht. Also wenn wir beide Triebwerke verlieren, durch einen Vogelschlag oder sonst noch irgendwas, was bisher nur zweimal vorgekommen ist, haben wir immer noch ein Segelflugzeug. Also was wir dann halt versuchen, wir versuchen dann halt zum nächsten Flughafen zu segeln. Dies haben wir auch in unserer Pilotenausbildung beziehungsweise auch alle 6 Monate im Auffrischungskurs immer wieder wiederholt. Ein A320 segelt aus Reiseflughöhe ungefähr 25 Minuten. Das gibt dem Piloten genug Zeit, einen sicheren Flughafen zur Landung zu finden.
Mythos Nummer 7. Als Pilot ist man nie zu Hause. Naja, ihr habt wahrscheinlich gedacht, das stimmt so nicht. Wenn ihr meine Freundin fragt, sie würde jetzt sagen, ich bin immer zu Hause. Und das stimmt auch. Wir haben eine sehr strikte Arbeitszeitlimitierung, die besagt, dass wir nur 80 Stunden im Monat arbeiten dürfen und maximal 900 Stunden im Jahr. Das heißt, wir haben schon über 3 Monate einfach frei. Das ist natürlich dafür gedacht, dass wir uns auch vor und nach den Flügen richtig ausruhen können, weil Flüge sind schon stressig, auch wenn das immer in diesem Vlog so ein bisschen gechillt aussieht. Es verlangt schon vieles von dir ab und ein Autopilot ist eine gute Hilfe, macht aber nicht die komplette Arbeit eines Piloten. Also ja, wir haben viel frei, es kommt aber auch darauf an, wo wir unser frei verbringen. Ob zu Hause oder jetzt an schönen Stränden oder in irgendwelchen anderen Städten. Ja, und hier sind wir in Faro und verbringen erstmal 5 Tage hier. Herzlich willkommen auf Malta, wir haben 25 Grad. So, und da sind wir auch schon in Cannes. Mythos Nummer 8, und das geht an alle Leute, die jetzt im Sommer wieder nach Mallorca fliegen. Hallo. Wird man im Flugzeug schneller betrunken? Und es ist wieder ein Nein. Man wird in einem Flugzeug nicht schneller betrunken. Der Höhenunterschied hat überhaupt keine Auswirkung auf den Blutalkoholspiegel. Lediglich durch den Sauerstoffmangel in der Kabine denkt dein Gehirn, dass du betrunkener bist. Dein Blutalkoholwert ist derselbe. Das Einzige, was dir einen Streich spielt, ist dein Gehirn durch den Mangel an Sauerstoff. Mythos Nummer 9. Wenn Aschenbecher an Bord sind, warum kann ich da nicht rauchen? Ja. Das Rauchen an Bord ist seit den 80er Jahren verboten. Das ist natürlich ein riesengroßer Sicherheitsaspekt, weil man damit offenem Feuer hantiert, in einer geschlossenen Kabine. Und wir wissen alle, wenn ein Feuer ausbricht in einer geschlossenen Kabine, ist das sehr schlecht. Da es aber immer noch Passagiere gibt, die sich nicht an gängige Gesetze halten und trotzdem rauchen, muss man die Zigarette natürlich dann sorgfältig irgendwo an einem sicheren Ort entfernen. Und das ist der Aschenbecher im Flugzeug. Das motiviert euch natürlich jetzt nicht, bei eurem nächsten Flug eine zu rauchen, weil die Flugbegleiter dann die Zigarette sicher entfernen können. Nee, man wird 5 bis 10 Jahre ungefähr Haft kassieren wegen schweren Eingriffs in den Luftverkehr. Also rate ich euch davon ab. Und wenn ihr Raucher seid, dann haltet ihr auch wahrscheinlich die letzten 10 Minuten, die letzte Stunde des Fluges halt auch noch aus. Und so kommen wir auch schon zum letzten Mythos, Nummer 10. Wenn euch die vorherigen Mythen schon gefallen haben, dann lasst mir doch ein Abo da, abonniert diesen Kanal, liked das Video, um weitere Videos nicht zu verpassen. Und Mythos Nummer 10 ist, müssen Flugbegleiter Idealmaße haben? In der heutigen Gesellschaft ist das ein sehr schwieriges Thema, aber es stimmt teilweise. Eine Flugbegleiterin oder ein Flugbegleiter muss natürlich an die oberen Gepäckfächer kommen. Das bringt natürlich nichts, wenn die Flugbegleiterin unter 1,60 ist. Dann kommt sie natürlich nicht an die oberen Gepäckfächer ran. Beziehungsweise auch wenn man etwas breiter gebaut ist, kommt man nicht durch die Notausgänge. Deshalb gibt es da keine Idealmaße, aber Mindestanforderungen, die man halt erfüllen muss, um halt an sicherheitsrelevantes Material im Falle eines Notfalls ranzukommen. Und deshalb gibt es diesen Mythos. Es ist aber kein Mythos, es stimmt. Also Mindestanforderungen müssen eingehalten werden. Und wenn ich mich nicht täusche, sind es 1,68 Meter. Kommt aber halt auf die Airline drauf an und auf den Typ Flugzeug, den die fliegen. So, das waren 10 Mythen rund ums Fliegen. Vielen Dank, dass ihr das Video geschaut habt. Lasst ein Like und ein Abo da. Und schreibt mir noch in die Kommentare, habt ihr weitere Mythen gehört rund ums Fliegen? Dann lasst es mich wissen. Viel Spaß und ciao, ciao.